Das Kloster Schöntal ist das älteste Kloster im Kanton Basel-Land. Gestiftet wurde es im 12. Jahrhundert von den Grafen von Frohburg. Seine diskrete Lage in einem Weiler in der Nähe des Oberen Hauensteins scheint nicht ganz zu seiner kulturhistorischen Bedeutung zu passen. Die fast 900-jährige Geschichte des Klosters verlief in zwei hauptsächlichen Phasen. Die erste Phase beinhaltete Aufbau und sakrale Nutzung bis zur Reformation. Die zweite Phase ist geprägt durch bauliche Eingriffe im Zusammenhang mit der Profanisierung des Klosters als Landwirtschaftsbetrieb. Während der ersten 300 Jahre Umnutzung war das Kloster im Besitz des Bürgerspitals Basel, bis es nach der Kantonstrennung anfangs des 19. Jahrhunderts in Privatbesitz überging. In den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts unternahm die Archäologie Basel-Land größere Anstrengungen, um mit bauhistorischen Abklärungen die archivalische Erforschung des Klosters zu ergänzen. Also Gründung vor 1145. Die Kirche, die wir heute kennen, wurde aber erst 1187 geweiht. Die von verschiedenen Forschungsteams erarbeitenden Erkenntnisse wurden von Felicia Schmedecke, Archäologin, Kunsthistorikerin und Bauforscherin, zusammengestellt und in Buchform zusammengefasst. Die Vernissage fand am 26. Januar 2020 in der Klosterkirche statt. Eine wesentliche Errungenschaft der bauhistorischen Untersuchungen sind Befunde, welche eine Rekonstruktion der ursprünglichen Klosteranlage Ende des 12. Jahrhunderts erlauben. Ziel dieses Videobeitrages ist es, diesen ursprünglichen Zustand mit dem gegenwärtigen Zustand zu vergleichen und so Einblick in die bauhistorische Entwicklung des Klosters zu erhalten. Die Klosterkirche, an der Straße zum Kilchzimmersattel gelegen, deren Altäre 1187 geweiht wurden, blieb über die Jahrhunderte hinweg in ihrer äußeren Struktur weitgehend erhalten. Das gilt insbesondere auch für die Westfassade, die als Prunkstück der hochromanischen Architektur in der Schweiz gilt. Auf der Ostseite wurde der Kirchensaal durch drei Apsiden abgeschlossen. Nach der Reformation ab etwa 1531 wurde die Kirche als Wagen- und Geräteremise benutzt. Um 1645 wurde im Kirchenraum sogar eine Ziegelei betrieben. 1887-88 wurden die Apsiden entfernt und ein breites Einfahrtstor erstellt. Andeutungsweise sind in der Ostfassade die Positionen der Apsiden sichtbar. Ebenfalls im Zuge der Baumaßnahmen von 1687-88 wurde im Kirchenraum ein Obergeschoss eingezogen, das fortan als Kornschütte diente. Die Remise und der Lagerraum im Erdgeschoss blieben bestehen. Heute wird dieser Raum für kulturelle Zwecke benutzt. 1952 wurde das Obergeschoss zu einer Sommerwohnung umgebaut. In diesem Zusammenhang erfolgte auch der Bau eines Balkons auf der Südseite der Kirche. Die Klausur schloss ursprünglich südlich an die Kirche an und bestand aus zwei Bauten, dem West- und Ostrakt und dem Kreuzgang, der den Kreuzhof umschloss. Die Bauten des West- und Ostraktes waren Wohn- und Dienstgebäude für die Klosterinsassen. Nach der Reformation diente der Ostrakt bis 1577 als Pächterhaus. Der Ostrakt wurde noch im 16. Jahrhundert abgebrochen und ist nur noch in den Fundamenten nachweisbar. Der Westtrakt wurde im Verlauf der Zeit stark umgebaut. Vorübergehend hatte er auf seiner Westseite einen Turm, der dann aber auf die normale Gebäudehöhe verkürzt wurde. Die Klausur war ursprünglich von einem Kreuzgang vollständig umgeben. Nach der Reformation im 16. und 17. Jahrhundert wurde der Kreuzgang nach und nach abgebrochen.
Einzig ein kleines Stück im südlichen Teil wurde in den neuen Sennhof von 1577 integriert. Dieses Teilstück ist aber heute nicht mehr sichtbar. Dieser etwa 180 Grad Kameraschwenk zeigt den heutigen Kreuzhof. Der Schwenk beginnt mit dem Schweinestall, der an die Südfassade der Kirche zu Beginn des 19. Jahrhunderts angebaut wurde und heute eine Bibliothek beinhaltet. Es folgt der Westtrakt, im Hintergrund die ehemalige Marienkapelle und der Sennhof. Der Sennhof wurde 1577 als Pächterhof in der Südostecke des Klosterareals gebaut. Dabei handelt es sich um ein zweigeschossiges Gebäude mit einem im Westen angeschlossenen Pferdestall und der ehemaligen Marienkapelle. Die Marienkapelle ist der älteste Teil der Klosteranlage. Die Kapelle wurde vor 1145 gebaut, das heißt vor dem Datum der ersten schriftlichen Erwähnung des Klosters. Die Kapelle diente während des Klosterbaus und darüber hinaus bis sogar nach der Reformation als Sakralraum. Im Gegensatz zur eigentlichen Klosteranlage, die genau West-Ost verläuft, weicht die Marienkapelle von dieser Ausrichtung leicht ab. 1753 wurde die Marienkapelle durch einen Neubau auf den alten Fundamenten errichtet. Entsprechend der neuen Verwendung wird dieser Bau Kellergebäude genannt. Eine Baulücke, die durch den Rückbau des südlichen Kreuzgangs entstanden ist, bildet heute zwischen dem Kellergebäude und dem Westtrakt einen Hauptzugang zum ehemaligen Kreuzhof. 1690 erfolgte die Aufteilung des Gutes in zwei Lehen, das kleine Schöntal oder vordere Schöntal mit dem Sennhof und das große Schöntal oder hintere Schöntal mit dem Westtrakt und der ehemaligen Klosterkirche. 2001 gründete John Schmidt die Stiftung Sculpture of Schöntal. Diese beinhaltet im Wesentlichen die Klosterkirche, den Westtrakt und etwa 100 Hektar Wirtschaftsland. Die Institution sorgt mit ihrem Skulpturenpark und Kunstprogramm für ein einmaliges Kunst- und Naturerlebnis. Für 2020 ist die Fusion der Stiftung Sculpture of Schöntal mit der Stiftung Edith Marion vorgesehen.